Und hier stelle ich fest, läuft das eben wie zu Zeiten des Vietnamkrieges, als Dan Ellsberg seine Papiere nach draußen schaffte, dass wir hier praktisch geheimdienstlich unterwandert sind, die ganze Opposition. Man kann keinen Friedenstaubenzüchterverein mehr gründen, ohne einen Agenten drin zu haben, hat mal der Anwalt Dominik Storr gesagt. Und das ist Fakt. Aber Sie meinen wirklich, dass die ganze Opposition in Deutschland vom Geheimdienst unterwandert ist? Überall da, wo sich Oppositionelle zusammentun, werden Leute hinzugebracht, die den Laden in Schach halten. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute mit dem Publizisten und Parteigründer Christoph Hörstel. Schönen guten Tag, Herr Hörstel. Schönen guten Tag. Ja, Herr Hörstel, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir hier dieses Gespräch im Herzen von Berlin zu führen. Ich möchte mich mit Ihnen heute unterhalten über Ihre Vergangenheit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch mal in den Fokus nehmen, wie es ist, in Deutschland eine Partei zu gründen. Und ich denke, da habe ich mit Ihnen einen sehr guten Ansprechpartner, denn Sie haben ja die Deutsche Mitte damals 2013 gegründet. Darüber möchte ich mit Ihnen heute zu sprechen kommen, aber wir wollen auch gleichzeitig noch einen Blick rüber in die Ukraine werfen und die dort wirklich brisante Lage etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aber vielleicht zu Beginn möchte ich Sie einmal ganz kurz vorstellen, Herr Hörstel. Sie haben in München Sinologie, Französisch und Spanisch studiert und haben daraufhin knapp 15 Jahre für ARD und MDR gearbeitet. Sie waren 2001 während des Sturzes der Taliban der einzig westliche Journalist im Land. Sie waren auch als Gastdozent am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg tätig und 2013 haben Sie dann, wie gerade von mir schon angekündigt, die Partei Deutsche Mitte gegründet. Und ja, Herr Hörstel, vielleicht zu Beginn, Sie waren 15 Jahre beim Öffentlich-Rechtlichen aktiv, Sie waren Sonderkorrespondent beim ARD und später auch Moderator von MDR aktuell. Wie haben Sie denn rückblickend, Herr Hörstel, diese Zeit erlebt? Ganz kurz vorneweg müssen wir einhaken. Ich habe tatsächlich jetzt die dritte Partei, die ich führe. Ich habe 2013 zum 1. Mai die Neue Mitte gegründet, bin dort im August, wenn ich das recht erinnere, ausgetreten und habe die Deutsche Mitte dann gegründet, die ich 2017 nach der Bundestagswahl verließ, um wieder die Neue Mitte zu gründen, die sich inzwischen umbenannt hat in die Neue Mitte. So ist das. Und im Prinzip, denke ich, ist so etwas in Deutschland notwendig, weil wir von außen nicht wissen können, und da können wir später dann drüber sprechen, was das bedeutet, hier eine Partei zu gründen. Und ich lerne noch täglich dazu. Also, und das ist spannend. Und jetzt dann zu Ihrer Frage mit der ARD. Da war ich ja tatsächlich zuletzt beim Sender Phoenix angestellt und da als Chef vom Dienst und stellvertretender Redaktionsleiter und sowas, bis ich dann eben die Lust verlor, mein Gesicht und meinen Namen für diese Art Journalismus herzugeben. Das ist so der kurze Abriss. Und jetzt bin ich nochmal dankbar für Ihre Frage, damit wir wieder einsteigen können. Ich hack nochmal nach, warum haben Sie denn daran die Lust verloren, Ihr Gesicht für Phoenix in die Kamera zu halten? Das ist über die Jahre sehr schwierig gewesen. Wir wissen, wie stark der politische Einfluss über die Gremien ist durch politische Parteien. Wir wissen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Posten nach Proporz vergeben werden und dass entsprechend sich auch geäußert werden muss. Wenn aber nun jemand wie ich kommt, den das den Teufel interessiert und der sich für Tatsachen interessiert und deswegen vielleicht zuweilen mal aus CDU-Seite und dann wieder aus SPD-Seite Beifall bekommt für das, was er sagt, aber im Wesentlichen gar nichts darauf gibt, dann ist das eine schwierige Existenz. Aber wenn es dann so geht, wie eben zum Schluss bei Phoenix, als ich mir ganz sicher war, dass ich diesen Beruf nicht fortsetzen möchte, den ganzen Beruf nicht nur meinen Job bei ARD. Das war eine Woche, da gab es wieder einen Palästina-Zwischenfall, dann haben wir bei Phoenix, wo es ja hieß, ich habe ja diesen Sender mitgegründet, ich habe die erste heiße Sendeprobe gefahren, die lief unter meiner Verantwortung. Und der ursprüngliche Slogan des Senders war, machen Sie sich das ganze Bild.
Wir hatten also Palästina-Krise und dann haben wir 6 Tage lauter israelfreundliche Personen gehört, die in ihrer Meinung auch eindeutig auf einer Seite lagen, nämlich mit Palästina sozusagen nichts am Hut. Und da habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich ändern. Ich bin Chef vom Dienst in dieser Woche, ich verantworte das. Also habe ich die Hamas angerufen und habe um einen Gesprächspartner gebeten. Und die waren so klug und so, wie soll man sagen, vorausschauend, dass sie mir einen 70-jährigen Bauer zur Verfügung gestellt haben, dessen erster unschuldiger Satz war: Durch die Absperrungen kann ich meine Ölbäume nicht pflegen. Diesen Satz hatte er soeben gesagt, da rief der Programmgeschäftsführer an, der jetzt Gott sei Dank in der ARD überall rausgeflogen ist und abgestürzt, weil er einfach kein guter Charakter war, glaube ich. Der rief an und sagte: Nehmen Sie diesen Mann vom Sender. Dann habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt 6 Tage ein einseitiges Bild bekommen und das ist das erste Mal, dass hier was ganz Neues passiert. Und ich habe auch Zusagen gegeben, dass wir ihn ausreden lassen. Das halte ich für anständig. Abgesehen von der journalistischen Gepflogenheit, so Kleinigkeiten erwähnt man ja gar nicht mehr. Da hieß es, nein, wenn Sie denn nicht sofort vom Sender nehmen, dann werden Sie als Chef vom Dienst da aus der Schicht ersetzt, jemand anders macht weiter. Und da habe ich dann mich verabschiedet und habe eine Videokassette ins Fach schieben lassen und den Rest der Sendestrecke mit einer Kassette gefüllt. Und bin erst mal 2 Stunden draußen spazieren gegangen, um mir klar zu werden, ob das jetzt wirklich der Schlusspunkt war. Und das war ja eindeutig. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Das heißt, Sie blicken mit überwiegend negativen Gefühlen auf diese Zeit zurück. Verstehe ich das richtig? Das kann ich nicht sagen, sondern das war einfach ein wichtiger Baustein in meiner nicht mehr so ganz kurzen Lebensgeschichte, in der ich gelernt habe, wie politische Korruption, journalistische Korruption, Gesamtlage Korruption Deutschland sozusagen als Washingtoner Kolonie, man kann ja nicht mal sagen amerikanisch, weil amerikanisch finde ich ein sehr schönes Wort, aber in Amerika herrschen ja nicht Amerikaner, weil eine kleine, miese, korrupte Clique tut das. Und die sagt auch dem wirklich gesundheitlich schwer angeschlagenen Joe Biden, wo es lang zu gehen hat. Und das merkt man auf Schritt und Tritt. Und diese Art Deep State-Herrschaft, wobei wir als Kolonie ja nicht mal unseren eigenen Deep State haben dürfen, wir müssen dem aus Washington gehorchen. Das sind so Dinge, die finde ich so grotesk, dass ich daran, wie soll man sagen, nicht mehr teilnehmen möchte. In gar keiner Weise. Aber können Sie etwas genauer ausführen, wie der Einfluss dort genommen wird? Sie können ja aus eigener Erfahrung berichten. Man sieht ja jetzt auch, wenn wir uns die Medienlandschaft in Deutschland anschaut, dass sie ganz klar in eine Richtung geht. Egal mit welchem Thema man sich eigentlich beschäftigt, man weiß meistens schon im Vorhinein, wie die Narrative aussehen werden. Deswegen kommen ja viele Menschen zu dem Schluss, dass es so etwas wie eine übergeordnete Macht geben muss. Also können Sie da ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Herr Hörsel? Ja, wir haben ein schönes Beispiel gehabt bei Phoenix. Da war ein netter Redakteur, ich will mal sagen, nicht die hellste Kerze am Baum, aber ein netter Typ. Und der hat dann von der Transatlantikbrücke so Kurse besucht und danach war seine Karriere unaufhaltbar. Also das sind so Dinge oder wie soll man sagen, das Letzte, was ich gemacht hatte vor dem Beschluss, mich aus dem Journalismus zu lösen, das war, dass ich mich für einen Korrespondentenposten in Berlin beworben hatte für Phoenix. Und dann hat man jemanden genommen, wie soll man sagen, der deutlich jünger war als ich und auch nicht die Erfahrung und Fähigkeit hatte. Und aber parteipolitisch eindeutig angebunden. Und da habe ich dann gefunden, das finde ich, wie soll man sagen, eine bemerkenswerte Wahl, die für mich Konsequenzen hat. Ja, da kann ich dann nicht dabei bleiben. Und die Palästina-Frage, das war so der absolute Auslöser, wo man merkte, so geht's gar nicht. Ja. Und wie wird das fühlbar? Sie merken ja, also jetzt wissen wir es sowieso ganz genau, ja, wir haben ja ganz hervorragende Berichterstattung 2014 gehabt, auch aus ARD und ZDF über die Nazis in der Ukraine und heute gibt es sie gar nicht mehr. Das ist ja krass. Wie erklären Sie sich das?
Das erkläre ich mir dadurch, dass es eine klare Anordnung gibt, dass das nicht stattzufinden hat. Ganz einfach. Woher kommt diese Anordnung? Wie kann man sich das vorstellen? Das läuft, also Sie werden jetzt kein Dokument finden, wo irgendein amerikanischer Offizieller einem deutschen Offiziellen schreibt, sehr geehrter, sowieso, wir wollen das nicht mehr, sowas gibt es nicht. Sondern wir sind ja eine telefonisch regierte Republik. Wenn hier irgendwas passiert, dann hat man sich irgendwo getroffen, hat was abgesprochen, da gibt es Hintergrundgespräche. Wir hatten schon unter Frau Merkel Vergatterungen von Chefredakteuren, da ging es damals um den sagenhaften Migrantenzustrom. Kleines Beispiel, nur 2011 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch eine wunderbare Rezension von Kelly M. Greenhill, Harvard-Professorin, die hatte geschrieben ein Buch über Migration als Waffe. Als dann aber diese Waffe von Frau Merkel gegen Deutschland und Europa gekehrt wurde, durfte von Frau Greenhill nicht mehr geredet werden. Also diese Art Dinge zeigen so eindeutig, dass, wie soll man sagen, drückt sich durch den politischen Betrieb. Und da wir ja in den Aufsichtsgremien von ARD und ZDF diese ganzen politischen Köpfe haben, die ja nichts anderes sind als Umsetzer, ist es ganz leicht, Gespräche zu führen, in denen auch, so wird man ja auch ausgewählt, ja, in denen ja nicht viel Worte gemacht werden müssen. Sondern da wird dann zum Beispiel gesagt, ja, also wir haben ja in der Ukraine diese und jene Situation, und da muss man ja schauen, sozusagen, dass man dem ukrainischen Volk hilft oder sowas. Das wird einfach für so verklausuliert, dass da nichts mehr feststellbar ist. Selbst wenn man die Gespräche in irgendeiner Form mal veröffentlichen könnte. Was selten ist, ist eben, dass Victoria Nuland abgehört wird und wir aus ihrem Bund erfahren in einem Telefonat mit einem anderen amerikanischen Diplomaten, dass die USA bis 2014 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben in der Ukraine, um das System zu verändern. Ja, das ist toll. Weswegen ich mir zum Beispiel die Frage wie viel Milliarden haben eigentlich unsere amerikanischen Freunde ausgegeben bisher in Russland, um da einen Regime-Change sicherzustellen. Und ich schätze, dass diese Zahl eher bei 100 Milliarden liegt und kein Mensch redet drüber. Weder Russen noch Deutsche noch sonst irgendwer. Und das finde ich hoch bemerkenswert und weil keiner drüber redet, hochgefährlich. Und wie haben Sie das damals in Ihrer aktiven Karriere erlebt? Sie haben jetzt gerade ja ausgeführt, dass es eben diese Hintergrundgespräche gab in den Hinterzimmern. Ja. Waren Sie da damals auch schon involviert? Haben Sie etwas mitbekommen? Ja, das fing früh an. Also ich fing beim Sender Freies Berlin an, das war mein erster ARD-Job und dann kam da der erste Wahlkampf in der Zeit dieses Jobs und dann erschien die Dame, die da irgendwie chefmäßig unterwegs war, Annette Groth, mit einem Berliner Bauunternehmer verheiratet, der viel Geld besitzt, denke ich, und dadurch konnte sie sich einen Lebensstil leisten, den sie sonst sich nicht hätte leisten können. Und sie war stramm bei der CDU und sie war sehr aggressiv in dieser Richtung unterwegs. Dann kam sie also in unser Großraum-Redaktionszimmer und stellte sozusagen inhaltliche Anordnungen. Wir sollten dies und das machen. Und dann hat sie mich befragt, was ich von ihren Anordnungen halte. Und da habe ich sie freundlich angelächelt. Ich war damals ziemlich arrogant. Und habe ihr gesagt, das sei jetzt mein erster Wahlkampf in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und ich fände dies sehr interessant. Das hat sie so geärgert, dass sie danach, als ich dann weggehen wollte zum Mitteldeutschen Rundfunk, buchstäblich alles unternommen hat, um diesen Wechsel irgendwie zu stoppen. Und das war alles verheerend. Ich saß zum Beispiel beim Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, kennte mich zum Vorstellungsgespräch. Und ich wusste ja nur, die CDU ist stark in Sachsen und in den neuen Bundesländern auch kraftvoll. Und wollte ihm klar machen, dass ich jetzt nicht vorhab, irgendwessen Büttel zu werden. Ich war ja auch nicht Parteimitglied irgendwo. Und also habe ich zu ihm gesagt, ein CDU-Schonprogramm wird mit mir nicht zu machen sein. Der hat das geschluckt, das Gespräch war danach kurz und er muss also Gift und Galle gespuckt haben. Jedenfalls der Fernsehdirektor Röhl, der von ARD aktuell kam, der hat mich angerufen und hat, der mochte, kennte mich nicht, muss man dazu sagen, das sind alte Geschichten, Röhl ist tot, ja. Der hat dann zu mir gesagt, musste das denn sein, Hörstl? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, der Typ, mit dem ich da geredet habe, ist auch bloß ein Vollstrecker. Und es ist vielleicht ganz wichtig, dass er weiß, dass ich nicht mit vollstrecke. Ja.
Und so, das war ganz offen mit dem Fernsehdirektor. Der hat mich immer unterstützt. Ich war dann sehr populär bei den Menschen, weil die gemerkt haben, da ist ein bisschen anderer Wind. Aber ich bekam öfter mal das Maul verboten. Also zum Beispiel habe ich immer die Arbeitslosenzahlen, die ja damals in der ehemaligen DDR hochgingen, kommentiert mit Sprüchen. Zum Beispiel, dass ja Deutschland auch die Sozialcharta der Vereinten Nationen unterschrieben hat und deswegen Arbeitslose nicht gehen. Oder ich zitierte beim nächsten Monat, als wieder die Arbeitslosenzahlen kamen, den Frank Zappa. Ja, und der kommt ja aus einem großindustriellen, schwerreichen Haus und hat mal den Spruch gebracht, die Politik sei die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Und der wurde mir dann weggestrichen. Also das, und es ist ständig solche Nummern. Also von Woche zu Woche war das ein Kleinkrieg, bis ich also sozusagen den Bogen raus hatte, wie viele Frechheiten darf ich mir pro Woche erlauben. Und dann musste ich strategisch einsetzen, wann ich diesen Rahmen ausschöpfe. Aber da schon stank es mir. Ja. Das heißt, Sie mussten da immer gucken, wie weit dürfen Sie gehen. Ja. Man sieht das ja jetzt auch, wenn wir heutzutage uns die Journalisten im Lande anschauen, sehen wir auch beispielsweise einen Tim Röhn von der Welt, der bei der Corona-Frage viel kritisiert hat, oder dann auch einen Julian Reichelt, den man dann letztendlich bei Bild ja auch rausgeschmissen hat. Aber vielleicht nochmal ganz, ganz konkret nachgefragt. Also Sie haben dann jetzt ja auch angesprochen, es gibt so etwas wie zum Beispiel die Atlantikbrücke oder es gibt den German Marshall Fund, den European Council on Foreign Relations, diese ganzen Denkfabriken spielen ja scheinbar auch eine wesentliche Rolle. Wenn Sie damals beim German Marshall Fund gewesen wären oder bei der Atlantikbrücke, dann würden Sie jetzt nicht mit mir hier sitzen, sondern womöglich weiter drüben mit einem ZDF-Journalisten und wären Korrespondent im Ausland oder dergleichen. Sehe ich das richtig? Nein, ich glaube, das sehen Sie völlig falsch. Denn ich wäre gar nicht in den German Marshall Fund aufgenommen worden. Und das Vorgespräch hätte ich vergeigt in deren Sinne. Und ich hätte mich auch nicht beworben, um das mal so zu sagen, weil das halte ich für vollkommen durchgeknallt. Entweder man ist ein guter Journalist oder man lässt es. Ja. Also das, aber es gibt ja sehr viele Journalisten, die in diesen Denkfabriken sitzen, die Karriere machen. Ja. Ich denke da auch an einen Wissenschaftler, der die ganzen Verbindungen da mal aufgezeichnet hat. Das kam auch damals, ich meine 2014, 15 in der Anstalt. So ist es. Sie erinnern sich vielleicht an die Folge, die dann damals aus der Mediathek genommen worden ist. Ich glaube, Uwe Krüger war der Journalist aus Leipzig, der das aufgedeckt hatte in seiner Dissertation. Also da spielen die Denkfabriken doch schon eine wesentliche Rolle bei der Beeinflussung der... Ja, das Problem ist ja, heute sind wir so viel Umdrehungen weiter. Und ein Julian Reichelt, der mal so ein bisschen gegen die Corona-Maßnahmen stänkert, ist ja schon Mainstream. Wir haben das immer wieder mal in größeren Medien. Tatsächlich, der Springer-Konzern ist da etwas, geht etwas weiter als andere. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir hier heutzutage wie im Mittelalter um die Planeten herumeiern. Damals durfte man nicht sagen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und heute darf man nicht sagen, dass der Virusbeweis fehlt. Nicht nur bei Corona, sondern überhaupt. Oder es nur zwei Geschlechter gibt. Wie bitte? Oder es nur zwei Geschlechter gibt. Gut, jetzt habe ich gerade vor zwei Tagen mit einem netten türkischen Familienvater drüber gesprochen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir haben zwei Geschlechter und das kann jeder sehen. Und dabei bleibt es jetzt. Ja. Also das sind so Dinge, wir sind nicht mehr in der Lage, auch in der Opposition nicht in der Lage, die ja beim Thema Corona, ich habe das mal untersucht, ob ich das jetzt alles wieder zusammenkriege, weiß ich nicht, sechsfach gespalten ist. Ja. Da geht es schon um die Frage, war das eigentlich eine Pandemie oder war es eine Plandemie? Wenn es eine Pandemie war, wie kommt das denn, dass 2009 die Zahlen so nach unten gedrückt werden, ab wann man etwas zur Pandemie erklärt, nämlich nachdem das Geschäftsmodell Schweinepest, sozusagen Schweinegrippe, fehlgeschlagen ist, hat man da einfach mal die Pandemiezahlen gesenkt. Und ich weiß noch, ich habe das 2009 kommentiert und habe gesagt, wow, das ist aber verdammt gefährlich gering. Da können ja ein paar hustende Schweine sozusagen die ganze Welt in Aufruhr bringen.
Und genau so ist es dann gekommen. Und andere haben auf viel besserem Niveau, Stefan Lanker und so weiter, diese Dinge aufgezählt. Und wir können nicht diskutieren. Die AfD bringt durch ihre wunderbare Alice Weidel eine reine Symptomdiskussion. Nicht? Also warum denn hier unnötig Masken und warum hier Wirtschaft Zusammenbrüche in Kauf nehmen durch überzogene Regeln, die man nicht braucht. Und das war's. Hinter die Dinge gucken, Konzernmachenschaften offenlegen, Planmäßigkeit des Verfahrens. Wir haben eben eine Plandemie und nicht eine Pandemie. Das ist alles schon innerhalb der Opposition umstritten. Und hier stelle ich fest, läuft das eben wie zu Zeiten des Vietnamkrieges, als Dan Ellsberg seine Papiere nach draußen schaffte, dass wir hier praktisch geheimdienstlich unterwandert sind, die ganze Opposition. Man kann keinen Friedenstaubenzüchterverein mehr gründen, ohne einen Agenten drin zu haben, hat mal der Anwalt Dominik Storr gesagt. Und das ist Fakt. Aber Sie meinen wirklich, dass die ganze Opposition in Deutschland vom Geheimdienst unterwandert ist? Überall da, wo sich Oppositionelle zusammentun, werden Leute hinzugebracht, die den Laden in Schach halten. Das ist so. Das ist Teil eines Gesamtmarschbefehls. Und wenn wir uns dann so etwas wie Querdenken anschauen und Michael Ballweg ist ja, das dann... Ja, zum Beispiel hat die Querdenkenbewegung intensiv daran gearbeitet, dass eine Virusdiskussion auf den dortigen Demonstrationen nicht stattfinden darf. Und als dann einmal unsere Frau Dr. Barbara Kahler, die unsere Wissenschaftlerin ist und Bahnbrechendes leistet in Deutschland zu diesem Thema gerade, dann auch zu einer der beiden August-Demos eingeladen war, saß sie 7 Stunden mit über 70 Jahren hinterm Lautsprecherwagen auf ihren Auftritt zu warten. Und da haben so Geistesgrößen wie Claudio Sieber gesprochen vorher. Nachdem es aber erst hieß, Politiker dürfen gar nicht, der war aber irgendwie Grünen-Politiker. Also die Querdenkenbewegung ist für mich eine hochproblematische Organisation mit sehr netten Menschen. Und das gilt auch für mich für die AfD, wo wir sehr gutes Parteifußvolk haben sozusagen und eine höchst fragwürdige Führung in der Gestalt von der Frau Dr. Weidel, die ihr Leben zunächst bei Goldman Sachs und dann im Firmenumfeld verbracht hat. Und wie arbeiten dann da die Geheimdienste? Also wird dann ein Mann wie Michael Ballweg, ist das dann womöglich nur ein V-Mann? Also wie erklären Sie sich das? Also Geheimdienstarbeit ist was sehr Kompliziertes, Vielschichtiges, Vielseitiges. Das kann man nicht schematisch sehen. Und als ich einen netten BND-Freund hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich in Afghanistan unterwegs war und hatte mal eine 3-Monats-Phase, wo ich ihm berichtet habe. Nach genau festgelegten Regeln, die wir alle akzeptiert hatten. Der pakistanische Generalstab, pakistanische Geheimdienste, und die deutsche Seite und meine afghanischen Kontakte auch. Daran habe ich mich gehalten, aber der hat damals gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen unheimlich viel über Geheimdienste erzählen, aber lesen Sie einfach John le Carré, der ist gut. Und das kann ich hier nur empfehlen. So ist das und das läuft auf ganz vielen Wegen. Und viele, viele sind unwissend und manche sind sehr wissend und manche werden auch für ihre Dinge bezahlt. Und es ist sehr schwierig, das auseinanderzuhalten und festzustellen. Ich bin auch bloß ein einzelner Mensch. Ich habe nicht mal ein richtiges Büro, keine Sekretärin. Jetzt lernt gerade eine Referentin das Laufen bei uns sozusagen. Das ist was ganz Neues, ehrenamtlich zunächst. Furchtbar schwierig. Und ich habe lange studiert, das Parteiensystem durch 2 Gründungen hinweg, um eine Parteiunterwanderung sicher zu machen. Und war auch schon mal bei dem Spruch zu sagen, die intellektuelle Herausforderung ist heute nicht ein gutes Parteiprogramm, sondern wie mache ich meine Partei unterwanderungssicher? Also das ist wirklich knallhart. Ist die AfD unterwandert? Ja, natürlich. 100%. Das sieht man ja. Also wenn jemand sich in den Bundestag stellt und kommt nicht auf die Idee, wie soll man sagen, die Machenschaften hinter Corona und wie das kommt und die Konzerne anzugreifen und sonst irgendwas, sondern beklagt, wie schlecht es der Wirtschaft geht und die macht das so toll, die Frau Dr. Weidel, dass alle hinterher finden in der AfD, alle die nicht richtig Bescheid wissen politisch und das ist die große, große Mehrheit, und sagen, das war eine ganz tolle Rede. Und ich habe das dann bei mir untersucht, bei Facebook. Und ich glaube, ich habe einige Leute davon überzeugen können, dass solche Art Reden hochgefährlich sind, weil sie die Tatsachen übertünchen, überdecken und sie stellen nur Symptomfragen, keine Systemfragen. Und ich bin hier der Typ für Systemfragen.
Das heißt, Sie sagen, so eine Partei wie die AfD ist unterwandert. Jetzt gibt es ja auch noch andere Parteien, wie zum Beispiel die Basis. Ist die auch unterwandert? Selbstverständlich. Ich sagte ja, die können keine 7 Mann zusammentun, wie Dominik Storr ganz richtig gesagt hat, ohne dass irgendwer dazukommt, der ein anderes Interesse hat. Und bei der Basispartei ist das völlig eindeutig, dass das so gewesen ist. Die haben dann irgendwann mal einen Professor vorgestellt, der war Fachmann für Klimalügen. Ja? Also das ist doch absurd, was hier passiert. Und dieses Thema, ich sage das jetzt so, und Sie sagen die Basispartei, die AfD. Junge, kann ich nur sagen, ich habe in der AfD und in der Basispartei richtig sympathische, hoch engagierte, absolut ehrliche, treue und verlässliche Menschen kennengelernt. Und mich schmerzt das. Das ist in Deutschland auch wegen der Medienlage und auch wegen des wahnsinnig miesen Zustands unseres Journalismus nicht möglich ist, da die richtigen Fragen zu stellen. Ich meine, die Basispartei, da gibt es ja dieses Oval Media, diese Firma, die da den ganzen Außenauftritt gemacht hat. Und das habe ich mal auf meiner Website, ist der Beitrag christophherstl.de untersucht, dass Oval Media ohne zahlungskräftige Kunden, die ihrerseits sämtlich in ihrem Budget mehrheitlich von staatlicher Unterstützung leben, nicht denkbar wäre. Und das Parteidesign von der Basispartei war fertig, bevor die Partei überhaupt gegründet war. Wie geht denn sowas? Ich meine, Parteidesign ist ganz typisch eine Geschichte, die die Mitglieder beschließen müssen, sozusagen. Und dann geht's weiter. Und der Außenauftritt ist so wichtig für den Zusammenhalt einer solchen Geschichte. Aber das war schon fertig mit diesen wunderschönen bunten Strichelchen da. Und Ihre Partei, also kommen wir, ich hatte es ja auch in der Intro schon gesagt, dass ich mich mit Ihnen auch heute über Parteien reden möchte und dabei auch in den Fokus nehmen möchte, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Jetzt hatten Sie es zu Beginn schon richtig gestellt, dass Sie 2013 die Partei Die Neue Mitte gegründet haben. Die haben Sie dann nach wenigen Wochen verlassen und daraufhin haben Sie die Partei Die Deutsche Mitte gegründet und die haben Sie dann 2017 verlassen. Wenn ich mir das hier richtig notiert habe. Und am 12. November 2017 haben Sie dann die Partei Die Neue Mitte gegründet. Wiedergegründet. Weil der alte Name frei war beim Bundeswahlleiter, ging ja, das. Ja. Da sieht man auch noch die alte Neue Mitte sozusagen als ehemalige Partei. Ja. Und Ihre Partei ist aber nicht unterwandert. Ja, jedes einzelne Mitglied ist sozusagen handverlesen. Ich habe gesagt, bei den ersten 1000 Mitgliedern bin ich bei jeder Anhörung dabei. Wie viele Mitglieder haben Sie jetzt aktuell? Jetzt haben wir einige zig Mitglieder, also wenig. Wir halten das auch so. Und wir haben einen 150 Personen großen Unterstützerkreis. Und wie wir jetzt festgestellt haben, 2200 Geldspenden erhalten im letzten Jahr. Und das heißt, wir haben einen nach Tausenden zählenden Unterstützerkreis. Das sind alles Kleinspenden. Wir haben tatsächlich mal als Ausnahme eine Spende im fünfstelligen Bereich bekommen. Ja, also das, so ist das. Das ist wirklich, wirklich Grassroots. Und das Wichtige ist eben, dass wir sagen, jedes Mitglied muss hinter dem gesamten Programm und der gesamten Satzung stehen, in der Fassung, in der sie gerade gültig ist. Und wenn Programm und Satzung geändert werden, wollen wir hohe Zustimmungszahlen erreichen, um den Laden zusammenzuhalten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch das Konsensierungsverfahren eingeführt. Wenn es also mehr als 2 Möglichkeiten gibt, muss das angewendet werden bei Abstimmungen, dass man eben gewichten kann und kann dann, das haben wir alles, das ist alles satzungsgemäß vom Bundeswahlleiter abgesegnet. Wir machen dann noch eine Schlussabstimmung sozusagen und vermeiden dadurch Abstimmungsergebnisse von 55%, weil die im Zeitverlauf und in der Masse eine Partei auseinanderdividieren können. Nur wenn man bei jeder Abstimmung schaut, dass man in großen Mehrheiten arbeitet, 80-90%, bleibt die Partei eng zusammen. Aber das ist eben streng und nicht jeder möchte das. Und da habe ich auch schon Leute kennengelernt, wir sagen zum Beispiel Homo-Ehe ja. Ja? Das hat Frau Merkel eingeführt und wir begrüßen das. Wir werden das auch nicht wieder abschaffen. Und da gibt es Leute, die sind
tief christlicher Überzeugung und sagen, deshalb lehne ich die Partei ab, weil der Homo hier ja steht. Ja, bitte, die, wie soll man sagen, persönlichen Entscheidungen zur Parteipolitik kann ich ja niemandem abnehmen. Und wir werden auch das Programm nicht verändern. Auch wenn jetzt also Menschen viel Geld spenden würden, wären alle Vorschläge auf jeden Fall etwas, was wir erstmal durch den Betrieb laufen lassen. Aber gegen das bestehende Programm oder das Statut machen wir gar nichts. Mhm. Ausgeschlossen. Und diese Sache gefällt nicht jedem. Und dann ist es eben auch so, dass wir enorm viel Druck bekommen. Ja? Also Strafanzeigen laufen gegen mich ständig. Die Partei hat kein Konto mehr, aus den verschiedensten Gründen. Ja, und teilweise tolles Zeug. Nach 7 Jahren hat das Jobcenter gefunden. Ich war ja bis 2010 Hartz-IV-Empfänger. Bis 2020. Wir sollten doch mal alle möglichen Rechnungen offenlegen. Das würde uns Monate beschäftigen. Das ist jetzt ein Strafverfahren. Da kratzen sich die Anwälte am Kopf und sagen, was soll's eigentlich? Das Jobcenter hat dabei auch, wie soll man sagen, Befreiungen von irgendwelchen Abrechnungen, die mal vorgenommen wurden, weil es auch den Betrieb des Jobcenters stört, wenn jeden Monat über 33,33 Euro abgerechnet werden muss. Das ist wirklich lächerlich. Haben die dann gesagt, wir erlassen ihnen mehrere halbjährliche Schlussrechnungen. Und das gilt dann plötzlich nicht mehr. Und so ein Zeug. Oder ein ganz spektakulärer Fall war ja der Fall einer Geldbörse. Ja, Geldbörse gefunden, dem Eigentümer fehlten 80 Euro. Ich wurde also, kriegte eine Strafanzeige übergeholfen. Bis schließlich das so weit ging, dass man sagt, ich hatte die Geldbörse per Einschreiben dem Mann zugeschickt mit allen Kreditkarten, alles, nichts fehlte, außer eben diese 80 Euro. Ich hätte verdecken wollen meine Absenderadresse, aber die Postregeln sagen eindeutig, eine lesbare Absenderadresse muss da sein. Ich hatte die so ein bisschen durchgekreuzt, weil ich von dem keine Post wollte. Ich wollte nicht in Kontakte treten. Und so ein Zeug, nur so Pillepalle. Und im Grunde genommen weiß ich ja, dass das schlimmer wird. Und was ich noch nicht hatte, ist eine Hausdurchsuchung. Damit rechne ich fest. Wo natürlich alles gestohlen wird letztlich von der Polizei. Und Monate später kriegen sie ihre Computer zurück. Erstens wissen sie nicht, welcher Bug da drauf ist, welcher Trojaner. Und zweitens, wie soll man sagen, was hat denn die Arbeit bis dahin gemacht? Aktive Unterdrückung der politisch tätigen Bevölkerung, die hier stattfindet. Und wie soll man sagen, dass wir teilweise groteske Erlebnisse an Telefonen haben, weil die Leitungen abgehört werden, dass Gespräche unterbrochen werden, aber so alle 30 Sekunden, bis ich dann schließlich mal sage, Leute, ihr wisst doch, dass ich weiter telefoniere, ob ihr euch jetzt so anstellt oder anders anstellt, das nützt gar nichts und dann unterbleibt das. Das hatten wir auch schon live auf dem Sender mit dem Iran. Ja. Was auch immer da passiert, die Post kommt nicht an und wird gestohlen, Einschreiben werden gestohlen. Sehr bekanntes deutsches Vorstandsmitglied eines Großkonzerns, wo die Sekretärin dann anruft und sagt, Herr Hörsel, wollen Sie den Termin noch? Ja, aber ich habe ja von Ihnen bisher gar nichts gehört. Doch, doch, haben Sie unseren Brief nicht bekommen? Nein. Einschreiben, geklaut. Und solche Dinge ständig, wochenlang verschwinden Briefe, Mails. Ich konnte teilweise meiner Frau von unserem eigenen, wie soll man sagen, Google Mail Server sozusagen nicht E-Mails schreiben. Wir hängen an einem Router, so ist es, nicht Server, an einem Router. Und ich konnte meiner Frau keine Mail schreiben über Gmail. Kam nicht an? Ging nicht. E-Mails werden zurückgehalten, serienweise. Kommen nicht an, serienweise. Ich muss jeder E-Mail hinterher telefonieren. Vortelefonieren, jetzt kommt sie, sie kommt da, sie kommt von dem Absender. Bitte prüfen, ist sie da? Jawohl, danke. Deutschland. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews. Und wenn ich nachfragen darf, was ist das Ziel mit Ihrer Partei? Wir müssen dadurch, dass wir 100% sagen, was Sache ist, vollkommen neue politische Akzente setzen. Wir nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht. Nicht auf die Lügenkartellmedien, nicht auf politischen Druck, auch nicht auf irgendwelche juristischen Konsequenzen. Wir sagen, was Sache ist, bis zum Toten umfallen. Das ist neu in unserer Situation und anders kann ich mir Politik nicht vorstellen und dafür lebe ich auch nicht. Mm-hmm. Ich lebe dafür, dass das genau so passiert, vollkommen gleichgültig, wen es gerade trifft. Mm-hmm.
Was sind das denn für Themen, die Sie auf der Agenda haben, die Sie mit Ihrem Programm haben, die sich diametral unterscheiden von den herkömmlichen Parteien? Also kann ich nur auf unser Kurzprogramm verweisen. Wir sind die einzige Partei, die ihr Programm nach Ministerien ordnet. Dort sagen wir exakt, was stattzufinden hat und was nicht. Und wir können auch deswegen nicht Koalitionsverhandlungen führen, die ja nur ein Vehikel sind, um sich von Forderungen, die man sowieso nicht so gerne durchsetzen möchte, weil sie zu viel Ärger machen, einfach sich auf diese kalte Weise verabschiedet. Bis hin zu Frau Merkel sagt, der Wähler weiß ja wohl, dass er keinen Anspruch darauf hat, dass Wahlkampfversprechen umgesetzt werden. Also kaltschnäuziger geht es kaum. Bei uns ist das verboten. Wir führen Gespräche natürlich, wenn es soweit ist, über Koalitionen. Und zwar in der Weise, dass wir die Ministerien aufteilen. Vielleicht kann man noch mit einzelnen Abteilungen über den Zuschnitt des Ministeriums reden. Aber was im Ministerium gemacht wird, steht bei uns im Programm. Das heißt, Parteiprogramm ist gleich Wahlkampfprogramm, ist gleich Regierungsprogramm. Ende aus, Applaus. Mm-hmm. Und das ist etwas Neues. Und wir unterscheiden uns an jedem denkbaren Punkt deutscher Politik. Überall sind wir unzufrieden, stellen Korruption im System fest, stellen groteske Verhältnisse fest. Und wir sagen jedes Mal, wo es rausgeht und was wir tun. Und das fängt beim Gesundheitssystem nicht an und hört an unserer sagenhaften Außen- und Kriegspolitik nicht auf. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen alle wichtigen Themen mit im Portfolio. Und lassen Sie uns einer dieser Themen auch mal etwas genauer noch unter die Lupe nehmen. Denn Sie waren, das fand ich ganz interessant, Sie waren letztes Jahr auch in Moskau. Sie waren dort Teilnehmer bei der 10. Internationalen Sicherheitskonferenz im letzten Sommer in Moskau. Und Sie waren auch Wahlbeobachter beim Referendum letztes Jahr im September, das im Donbass stattgefunden hat. Wie haben Sie denn diese beiden Events wahrgenommen? Erstmal sage ich, ich bin froh, dass ich auch bei der 11. Moskauer Internationalen Sicherheitskonferenz im August dieses Jahres wieder dabei sein werde. Ich habe gerade heute erfahren, dass ich dort auch in einem Expertengremium eine Stellungnahme abgeben soll. Da geht es im Wesentlichen um das, was die Kenner der neuen Mitte und der deutschen Mitte schon wissen, nämlich, dass wir eine vollkommen neue Verteidigungsstrategie haben, Full Spectrum Defense internationaler Art. Das werde ich da erstmals vorstellen dürfen. Das hätte ich gern letztes Jahr gemacht, ging nicht. Jetzt ja. So, und ich habe das erlebt als einen tief, also was die Sicherheitskonferenz angeht, eine tief beeindruckende Veranstaltung, in der die versammelte Wut, Enttäuschung und auch Abscheu eigentlich vieler Gäste, ministerielle Gäste dort gegen die westliche Politik deutlich wurde. Der junge, gut aussehende, schneidige Oberst aus Mali, der also wirklich mit seiner ganzen Kraft am Podium stand und man wusste, der würde auch ganz gerne mal eine Tasse an die Wand knallen, ja, weil er das furchtbar findet, was da der Westen in seinem Land veranstaltet. Der hat da gesprochen und ich habe damals schon gesagt, das sieht nicht gut aus für die westliche Präsenz in Mali. Und dann kriegt man ja von der Bundesregierung irgendwelche überjährige Fristen, wann wir denn da abziehen. Jetzt sind die verkürzt worden, einfach weil da Druck gemacht worden ist. Und das muss man sich vorstellen, wenn man so ein bisschen guckt, wie hier die Opposition unterdrückt wird. So unterdrückt Washington doch weltweit. Und da geht es um Leib und Leben. Und so ein Oberst ist nicht sicher, ob er den nächsten Tag erlebt, weil wir amerikanische Freunde haben, die aus Djibouti heraus einen Drohnenkrieg gegen ganz Afrika führen. Und Djibouti ist ja ein Land, das ich immer wieder gern zitiere, weil wir von dort eine wichtige Lektion bekommen haben, nicht wahr? Denn die haben irgendwann, ich saß beim Botschafter von Djibouti hier in Berlin, nachdem ich einige Tage im Hafenknast von Djibouti verbracht hatte, und er sagte mir, ist noch nicht öffentlich, aber wir kriegen in ein paar Monaten Besuch von einem chinesischen General und ein paar Jahre später kommen dann die Chinesen. Und so war das. Ein paar Monate später war der General da, 2015, und 2017 wurde die chinesische Präsenz in Djibouti eröffnet. Und dann haben die Franzosen, die Amerikaner nachgezogen, haben die Saudis geholt, die Japaner, die Spanier und die Italiener. Von den Saudis wissen wir heute nicht, wie nah die eigentlich noch an den amerikanischen Freunden dran sind.
Das ist also eine offene Geschichte. Und so ist die Politik weltweit so interessant und so brutal und vollkommen skrupellos seitens Washington, sodass also meine Hoffnung jetzt mit den 40 neuen Bewerbern für BRICS geht und eine goldgestützte Währung. Das ist der Anfang der globalen Freiheit und der begründeten Multipolarität. Ja, und lassen Sie uns vielleicht auch noch ganz gerne einen Blick rüberwerfen nach Litauen. Ein Satz vielleicht noch zum Referendum. Ja, das sollte man schon machen. Ja. Laut US-Außenminister Blinken sollte ich ja jetzt bestraft werden, weil ich da teilgenommen habe. Ich kann nur sagen, ich habe persönlich jede Wahlurne, die ich sah, das waren ungefähr so 30, 40 Stück, untersucht, ob sie korrekt verschlossen ist. Das war sie. Ich habe über Stunden hin beobachtet, wie dort abgestimmt wird. Und ich kann der Bevölkerung des Donbass und ihren Wahlhelfern nur bescheinigen, akkuratestens gearbeitet zu haben. Und dass hier die westlichen Lügenmedien von einem Scheinreferendum sprechen, das ist deshalb so besonders peinlich, weil ich in deutschen Wahllokalen festgestellt habe, nicht Kugelschreiber wie im Donbass, sondern Bleistifte, die jeder manipulieren kann, sodass wir immer vor Wahlen öffentlich raten, Kugelschreiber mitzunehmen. Sondern auch nicht verschlossene Wahlurnen. Und Beispiele von Wahlfälschung gibt es im Internet zuhauf. Ich habe einige Mal unserem brandenburgischen Potsdamer Landeswahlleiter zugestellt, der sich am Telefon schockiert zeigte und Stellungnahme versprach, die nie kam. Also das ist Donbass-Referendum. Das ist sehr akkurat gelaufen. Ich war nachher sogar bei der Auszählung dabei. 14 Menschen zählen aus, ganz genau. Und das war nicht für die Show. Das war denen so ein inneres Anliegen, dass sie das endlich durften. Und bei den Russen, also im Kontakt mit den Russen, war dann ein altes Mütterchen, das gesagt hat, warum seid ihr nicht früher zu uns gekommen? Und so weiter. Und ich weiß ja, ich war 2015 in Donbass, ich habe damals Plotnitsky, den Chef von Lugansk, gesprochen. Ich war im Büro von dem dann sicher mit CIA-Hilfe ermordeten Sachatschenko. Ich wusste ja auch von den russischen Freunden, dass die den Donbass nicht wollten. Sie wollten eine Pufferzone zur NATO. Es war ihnen klar, was der Maidan-CIA-gelenkte Putsch bedeutete. Und sie wollten den Donbass nicht. Und diese Menschen waren eigentlich verratzt und verkauft in ihrem russischen Sein, mit ihrem russisch-orthodoxen Glauben, mit ihrer russischen Sprache und haben das getragen. Ich kann nur sagen, mannhaft getragen oder couragiert getragen. Und dann hat sich eben die Situation verändert durch, wie soll man sagen, die aggressive Politik aus Kiew, die hier verschwiegen wird, obwohl alles am Tage ist. Das berühmte Dekret 117 vom, 24. März 2021, wo es heißt, vorbereiten alles für Rückeroberung von Donbass und Krim. Und dann die Dislozierung der halben ukrainischen Armee von 125.000 Mann in diesem berühmten, nicht aus ihrer Sicht, so in so einem Bogen, also hier beim Donbass und da Richtung Krim. Und dann der Beginn der Beschießung ungefähr den 14. Februar 2022 mit bis zu 1.400 Waffenstillstandsverletzungen am Tag auf die Zivilbevölkerung drauf, sodass ein verantwortlicher russischer Präsident wie Putin nur feststellen kann, der Marschbefehl ist gegeben. Jetzt geht's rund. Und das sind so Dinge, hier wird das nicht diskutiert, hier wird alles sozusagen in die Luft geblasen und inzwischen ist unser Justizsystem durchkorrumpiert, wie es ist, mit erheblichen charaktervollen Restposten gezwungen, Menschen zu verurteilen, die auf Fakten beharren. Also das ist schon eine Situation, die von Verlust von Demokratie zeugt. So jetzt habe ich hier alles sozusagen verlassen, was Sie vielleicht geplant haben, aber das musste sein. Ja, ja, das war auch nochmal interessant zu sehen, wie Sie da dieses Referendum wahrgenommen haben. Denn auch hier in den westlichen Medien wurde es ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, als Scheinreferendum dargestellt, als ein Referendum, das nicht mit legitimen Mitteln durchgeführt worden ist. Ich bin eher bereit, Wahlen hier als Scheinwahlen zu bezeichnen. Wir sind ja hier auch in Berlin. Ja, also das Referendum hier, ja, in Deutschland. Ja, genau. Ich wollte mit Ihnen noch einen Blick werfen nach Litauen. Dort hat der NATO-Gipfel jetzt kürzlich stattgefunden.
Man hat dort der Ukraine mitgeteilt, dass ihre Mitgliedschaft an Bedingungen geknüpft ist. Der ukrainische Präsident hat danach getobt, hat auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, dass er fassungslos sei, dass es absurd sei, dass es diese Bedingungen gibt für eine NATO-Mitgliedschaft. Also wie haben Sie diesen NATO-Gipfel verfolgt und wie glauben Sie, wird sich das Verhältnis Ukraine-NATO nach diesem Gipfel jetzt weiterhin entwickeln? So, wir müssen in Betracht ziehen, dass ja 2019 beim Machtantritt von Selenskyj, der ja laut Aussage von Poroschenko und anderen Medien in der Wahlnacht noch 40 Millionen Dollar auf sein panamesisches Konto bekommen haben soll aus Washington, dass ja die Ukraine von einem Mann geleitet wird, dessen Grundlage Korruption und Machenschaften sind. Wie kann man einen Präsidentschaftskandidaten besser vorbereiten als durch eine wundervolle Fernsehserie im Kanal des, wie soll man sagen, durch korrupte Politik gekennzeichneten Oligarchen Kolomoyski. Mit wie viel? 23 Folgen, Diener des Volkes. Und in unserem Russland-Flyer steht Diener des Deep State, wäre die korrektere Bezeichnung. Und der schiebt dann einen Krieg an, der gar nicht im Interesse des ukrainischen Volkes sein kann. Übrigens ein Präsident, der für sein hervorragendes Wahlergebnis versprochen hat, alles friedlich zu regeln. Und da dem haben die Menschen aufgrund der Fernsehserie vertraut und einen 10C-Klasse Kasper zum Präsidenten gemacht. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und dieser Präsident ist heimlich auf dem Abmarsch. Es gibt ganz eindeutige Anzeichen dafür, dass es Gespräche gibt, wer wem wie viel bezahlt, damit er mit heiler Haut aus Kiew verschwinden kann in irgendein Drittland. So, dass der jetzt rumtobt, ist völlig normal. Das muss er, sonst würden ihn ja seine Leute zu Hause nicht mehr ernst nehmen, die immerhin für seinen Mist krepieren müssen, obwohl er der Ukraine nicht dient. Und was kann man zu Vilnius sagen? Dort trifft sich eine Bande von Staaten, kann ich nicht anders sagen, die durch kriminelle Politik weltweit auffallen, sich isolieren und vor ihrem gewaltigen Absturz stehen. Und wir hatten schon mal im Zweiten Weltkrieg eine Situation, in der in London klar war, dass wenn man diesen Krieg europäisch hält, das Ganze schief gehen könnte. Nur als Weltkrieg hatte man in London noch eine Chance. Und ich sehe so, dass wenn diese Kriegssituation auf die Ukraine als Schauplatz begrenzt bleibt, hat der Westen keine Chance. Er muss und wird diesen Kampf verlieren. Das ist so verheerend, dass ich ja weiß, dass die ganze Sache in Richtung Weltkrieg gezogen werden soll. Und dafür war dieses Treffen in Vilnius sehr wichtig, denn tatsächlich hat man ja die Einladung nicht ausgesprochen für die NATO und die USA haben sich scheinheilig sozusagen dagegen verwahrt, so eine Einladung auszusprechen, die sie tatsächlich betreiben. Ich bin Augenzeuge sozusagen an der Fernsehsendung, da hat der kanadischer Außenminister oder Verteidigungsminister Washington besucht und hat da die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gefordert. Und wie freundlich, ich glaube, es war der Außenminister, wie fröhlich da Antony Blinken geguckt hat, das kann ich auch nicht vergessen. Also Washington ist inzwischen so pervers, dass sie fordern, dass ihre Verbündeten sozusagen vorne weglaufen mit einem solchen Vorstoß. Erdogan hat gerade unter gewaltigem Druck die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürwortet, weil er weiß, sozusagen, das wird so schnell nicht passieren. Und er hat aber damit sich aus der Schusslinie genommen. Und er hat gerade, habe ich es gehört, 5 Azov-Kommandeure freigelassen, deren Inhaftierung bis zum Jahresende er Moskau versprochen hat. Okay, das ist interessant. Sie sagen, er hat das nur gesagt, weil er weiß, dass es die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird? Ja, das ist auch ein sehr deutsches Verfahren. Wir hatten ja auch ganz tolle Abgeordnete im Bundestag, sehr bekannten Namens, die haben nur deshalb für den Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan gestimmt, weil sie wussten, das wird eh nichts. Das ist die erlaubte Opposition. Wer dazugehört, kann sich glücklich schätzen. Ja. Nach außen hin glaubwürdig und der andere, der Rest, den muss er mit seinem Spiegel morgens alleine klären. Also Sie glauben, dass der Westen am Ende die Ukraine dann quasi wie so eine heiße Kartoffel einfach fallen lassen wird? Ja, ich meine, was kann man fallen lassen an einem Land, das zunehmend zerstört ist? Und wie soll man sagen, wo ja weder Lust noch Sinn besteht, weiter einen Krieg zu führen, der nur immer mehr kaputt macht. Hunderttausende Menschen sind gestorben. Das Ganze ist ein riesiges Washingtoner Verbrechen.
wieder weigere ich mich, das schöne Wort amerikanisch zu benutzen für diesen Dreck. Mhm. Mhm. Und dass dann eben ein so gewaltiges Sicherheitsszenario aufgefahren werden muss für die Teilnehmer in Vilnius, das verstehe ich. Verbrecher brauchen solche Absicherungen. Mhm. Sie hatten es jetzt vorhin auch schon angesprochen, dass sich ja gerade im Zuge der Entwicklung dieser neuen multipolaren Welt eine ganz neue Weltordnung im globalen Süden, in Indien, in China, in Russland entwickelt. Die BRICS-Staaten haben zusammengefunden. Kürzlich tagte jetzt auch die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die in westlichen Medien wurde das eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Ich hatte da mal geschaut, wie viele Artikel es gab an dem Tag des Treffens, und es gab tatsächlich keinen einzigen Artikel zum Treffen der SOZ-Staaten, an der immerhin auch der chinesische Präsident und auch Putin teilgenommen haben. Also glauben Sie, dass sich da dieser Block, der sich da jetzt gerade entwickelt, rum um diese BRICS-Staaten, dass das die Zukunft sein wird? Das ist natürlich global ein ganz wichtiger und zunehmend wichtiger Player. Das ist überhaupt keine Frage. Es wird ja auch nicht so sein, dass Washington plötzlich nicht mehr da ist oder sowas, sondern wir werden mit unserer Methode weitermachen, schwer angeschlagen, wie wir sind, angeschlagenes Wirtschafts- und Finanzsystem. Und die andere Seite wird uns Mores lehren. Ja? Die wird uns zeigen, wo Norden ist, wenn man sieht, dass sie ja die Grundentscheidung schon richtig gemacht haben. Ich meine, es war John Maynard Keynes, der für Bretton Woods vorgeschlagen hat, dass es den Bancor gibt, eine neutrale weltweite Ausgleichswährung, ein Dach sozusagen, ein Währungsdach neutral, mit der dann der Westen seine weltweiten Geschäfte organisieren könnte. Und das wurde ihm ausgeredet unter Druck. Ja, das war nicht weiter verfolgt. Und bei der BRICS war das nie ein Problem. Wird da etwa der Yuan die neue Weltleitwährung? Nein. Sondern es wird eben eine neue, eine goldgestützte Währung sein. Und das bedeutet allein für die Teilnehmer, für die 40 Staaten, wir hatten vor einem Vierteljahr, 6 Mitglieder und glaube ich 12 Bewerbungen. Also das nimmt in einer Geschwindigkeit zu. Das wird einigen Herren in Washington den Schweiß in die Achselhöhlen treiben. Das ist mir völlig klar, das wird sehr unangenehm. Und da liegt ein Stück Weltfreiheit. Das ist doch klar, dass das militärisch begründet ist in der gewaltigen Atommacht Russlands, in der Entschlossenheit, sich nichts vorschreiben zu lassen aus China. Und natürlich, wie soll man sagen, viele, viele Staaten drumherum, Indien auch, die versuchen, zwischen den Blöcken klarzukommen, die aber im Wesentlichen tatsächlich ganz offensichtlich bereit sind, auch mit China sich zu arrangieren, weil sie sich aus Washington nicht beherrschen lassen wollen. Und BRICS ist dafür ein entscheidendes und mit der Währung jetzt allentscheidendes Chancenmoment, um hier klarzumachen, dass es auf der Welt multipolar weitergehen kann. Und wo stehen wir in Deutschland? Am Ende. Ganz einfach am Ende, mit einer multiple gespaltenen, unterdrückten Opposition, mit unterwanderten großen Parteien, mit der Unfähigkeit, Systemoppositionen vorzutragen. Wir stehen jetzt gerade im Wahlkampf in Hessen. Ich möchte ruhig offen sagen, dass es türkische Freunde sind, die die Hauptlast tragen der Unterschriftensammlung, damit wir überhaupt teilnehmen dürfen, nicht Deutsche. Und dass das daran liegt, dass die türkische Community ihre eigenen Informationswege hat und deswegen auf unseren korrupten deutschen Betrieb nicht angewiesen sind. Das ist eine furchtbare Situation. Das ist eine Art Albtraum. Und wenn man das so sieht, kann man nur sagen, das nimmt ein ganz böses Ende. Ich habe immer gesagt, der Krieg kommt, wenn die Freunde und Unterstützer des Friedens sich nicht mehr stark genug wehren können. Und diese Lage haben wir hier. Wir schlittern immer tiefer hinein. Die Menschen wissen nicht, in der Masse nicht, dass wir rechtlich im Kriegszustand mit Russland sind. Und dieses Unwissen geht bis weit oben rauf. Das ist faszinierend, dass man in dieser Unwissenheit so gewaltig viel Korruption an allen Enden, Finanz- und Geldsystem, ist ein entscheidendes Korruptionsmerkmal. Jüngst überholt, kann man nur sagen, von einem durchgedrehten IT-Sektor, der uns verchippen und, wie soll man sagen, maschinell steuerbar machen will. Das ist doch wahnsinnig. Und wenn ich sowas sage, sagen die Leute, der Hörstel ist durchgeknallt. Aber ich habe vor ein paar Jahren was ganz Durchgeknalltes gesprochen, nämlich von Chemtrails. Heute wird das
nur noch von sehr konformen Menschen geleugnet. Und ich kenne diese Aufbrüche, wenn Wahrheit durchbricht. Es war Anfang des Jahrtausends nicht üblich, dass man als Friedensbewegung in Deutschland oder im letzten Jahrhundert noch, als Friedensbewegung in Deutschland für den Iran eintrat und dessen Freiheit und Friedensrechte. Und ich habe das gesprengt damals in Kassel und Marburg. Was war das da? Frico, bei so einer Sitzung im Sommer. Und habe gesagt, nein, das wollen wir anders. Und die Mehrheit hat sich angeschlossen. Und dann hat ein Willi von Ooyen den Zettel verschwinden lassen sozusagen. Und weg war dieses Ergebnis, dass sie sich alle auf eine Liste eingetragen haben, dass sie jetzt weitere Informationen wollten. Und in der Folgezeit, verdienstvollerweise, hat die Frico beschlossen, wir nehmen Iran in die Friedensberechtigten sozusagen mit auf, für die wir uns einsetzen. Also Einsatz für Frieden mit dem Iran, trotz Mullah-Regime, um das mal deutlich zu formulieren. Und das sind die Dinge, die hier in Deutschland langsam und wahrscheinlich für diesen großen Krieg, der uns droht, zu langsam kommen. Mit diesen Worten, Herr Hörstel, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit und dieses wirklich sehr anregende, spannende Gespräch und wünsche Ihnen für die dystopische Zukunft, auf die wir zusteuern, dennoch alles Gute. Vielen Dank, Herr von Witzleben. Ich kann nur sagen, dies ist das erste Interview in Jahren, das ich auf deutschem Boden für ein deutsches Medium, hier also für einen fleißigen, tüchtigen, unabhängigen Blogger sozusagen, gegeben habe. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Community, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da, genauso wie auch einen Kommentar für den Algorithmus und teilt es mit all euren Freunden da draußen. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.